Hechtl von Raiffeisen in Wien ist Experte zum Thema Wohnbauförderungen und erklärt für Energieleben, was es beim Finanzierungsplan in puncto Förderungen zu bedenken gilt. Herr Hechtl, welche Förderungen für Bauen und Wohnen gibt es im Bundesland Wien prinzipiell? Das Land Wien fördert die Errichtung und die Sanierung von Eigenheimen, Wohnungen, Kleingartenwohnhäusern. Darüber hinaus gibt es für Personen, die ein geringes Einkommen haben, zusätzliche Darlehen, langfristig zinsengünstig und auch Unterstützung für den monatlichen Wohnungsaufwand, wenn sich jemand ein Darlehen aufgenommen hat und diese Rückzahlungen für Darlehen verwendet werden. Welche Förderungen existieren im Zusammenhang mit dem Bau energieeffizienter Eigenheime? Das Land Wien gewährt Förderungsdarlehen für die Errichtung eines Eigenheimes. Die sind natürlich an eine gewisse Energieeffizienz gebunden. Zusätzlich gibt das Land Wien noch für die technische Ausstattung im Rahmen der Öko-Eigenheimförderung Förderungsmittel aus. Was ist die Neubau-Öko-Förderung? Die Neubau-Öko-Förderung gibt es, wenn man besonders energiesparend baut. Sprich, wenn man mehr Dämmung anbringt, als das Gesetz verlangt, als die Bauordnung verlangt. Wie hoch kann bei optimaler Nutzung aller zur Verfügung stehenden Möglichkeiten die Förderung beim Hausbau sein? Das Darlehen richtet sich auch nach dem Familienstand der Wohnungsbenutzer. So bekommt eine Jungfamilie bis zu 36.500 Euro Darlehen auf 30 Jahre mit einer 1%igen Verzinsung. Zusätzlich dazu gibt es noch, wenn man ein Passivhaus errichtet, 16.000 Euro geschenkt vom Land Wien. Und wenn man eine alternative Heizungsanlage einbaut, zum Beispiel eine Wärmepumpe mit solarer Nutzung, gibt es 9.000 Euro geschenkt. Das heißt, diese Familie würde 25.000 Euro geschenkt bekommen, 36.500 Darlehen. Insgesamt wären somit 61.500 Euro finanziert. Welche Förderungen gibt es für das Sanieren bestehender Immobilien? Das Land Wien fördert die Sanierung, die Verbesserung von Wohnraum, also an Wohnungen, Eigenheimen, Kleingartenwohnhäusern. Insbesondere werden hier Verbesserungsarbeiten gefördert, Kategorieanhebungen, wie zum Beispiel erstmaliger Einbau von Bad, WC, Zentralheizungen. Natürlich werden auch thermische Gebäudesanierungen, Vollwärmeschutzfassaden oder auch neue Fenster inklusive der Heizung gefördert. Wo kann man um diese Förderungen ansuchen? Sie können in jeder Raiffeisen-Filiale um Förderung ansuchen. Wir haben alle Förderungsanträge aufliegen. Wir unterstützen Sie beim Ausfüllen der Anträge, beim Besorgen der erforderlichen Unterlagen und leiten gerne den Antrag an die zuständige Förderungsstelle weiter und kümmern uns um eine rasche Erledigung. Natürlich hat jeder die Möglichkeit, auch bei der MA 50 direkt einzureichen. Gibt es geförderte Fortbewegungsmittel? Ja, das Land Wien fördert auch den Ankauf von Erdgasautos, bis zu 1.000 Euro gibt es hier geschenkt, oder für Elektro-Zweiräder, hier gibt es bis zu 300 Euro geschenkt. Herr Hechtl, vielen Dank, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben. Herr Hechtl steht Ihnen auch gerne auf energieleben.at Rede und Antwort zum Thema Förderungen.